Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator in der Rubrik Let's Mod im Multiplayer mit David zusammen. Servus. Und mir natürlich und euch natürlich. So, und hier haben wir wieder was in unserer Fundgrube gefunden, und zwar den Freidel Rundballer. Oder heißt der Rundballer? Rund Baylor. Round Baylor. Ach so, Englisch. Das Yo. ist der Freidel Rundballer. Yo. Ihr habt geschmeidige Unterhaltskosten von 169 Euro am Tag. Funktion: Selbstfahrer mit Rundballenpresse für Stroh- und Grasballen. Allradantrieb, Allradlenkung, Stundenzähler, Tempomat, Arbeitslicht hinten. So, ganz tolle Sache. Da müsst ihr nicht mehr. Achso, ne, Moment, was kostet er? 169.000. Das passt auf jeden Fall. Kann man mitleben. So, wir schauen uns mal kurz von außen an. Er ist braun. Er ist von Freidel. Ich glaube, das ist ein komplett frei erfundener Mod. Ich weiß es nicht so genau. Was mir sehr gut gefällt, ist hinten die Ballenpresse. Aber ich glaube, die wurde einfach nur übernommen. Jedenfalls das obere. So, weil hier so mit diesen Federn da und hier so diesen ganzen, hohoho, diesen ganzen technischen Sachen da und so, das sieht auf jeden Fall echt cool aus. Da kann man mal gar nichts sagen. Auch von hinten sieht auf jeden Fall gut aus. Und gell, also das mit den Federn so an der Seite und alles, ja, sieht cool aus, gell? Kann man nichts sagen. Mühe gegeben, Lob. So. Ja, so die Fahrerkabine sieht auch sehr gut aus. So aus Glas, gefällt mir. Wir schauen gleich mal hinein. Da haben wir hier drüben ja eine ganze Menge Anzeigen und Armaturen und Tralala und Joystick. Und ja, viele Knöpfe, ein Radio haben wir auch. Das ist schön, das können wir nun leider nicht benutzen. Und ansonsten alles beim Lot. Wir haben auch unglaublich eine einzige Funktion, das ist B, Ballenpressen. Aber ja, was brauchen wir mehr? Dafür ist er gemacht. Es ist eine Ballenpresse und ja, keine Ahnung, wenn ich da immer F1 drücke und habe da drüben eine Leiste stehen mit 20 Funktionen, da könnte ich immer, ich persönlich immer ausflippen, weil mir das ja tierisch auf die Eier geht. Hier steht noch ein Glas rum. Die halbe Karte verdeckt ist auch. Ja, ja. Ach ja, so. Den hab ich schon abgestellt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal 53, 55, 54, irgend sowas, 50 Pferder, glaube ich. Km/h schnell, das ist recht zügig, damit kommt man schnell nach A und B mit dem guten Stück. Und wir wollen den natürlich mal ausprobieren in der letzten Mod-Vorstellung, oder weiß gar nicht, ob es in der letzten war, ist Wurst. Jedenfalls, wo wir den Fendt vorgestellt haben, haben wir ja ein bisschen gemäht. Und das gute Zeug wollen wir natürlich jetzt erstmal einsammeln. Und zwar mit dem tollen Gerät hier. So, B war Ballenpressen und das machen wir natürlich. Ui, das ist ja cool. Was? Naja, ist schön animiert, finde ich. So, eine Füllstandsanzeige haben wir auch. Hier oben, das gefällt mir sehr gut, dass das mit animiert wurde. Sehr schön. So, schauen wir mal. Wenn er hinten rausflutscht, die kleine Kackwurst. So, haben wir drinnen irgendwelche Anzeigen? Das wünsche ich mir eben immer noch. Dass ja drinnen Anzeigen sind, Mensch, ja. Mutter. Warum macht ihr uns drinnen keine Anzeigen? Wie viel schon drin ist? Oh, er piept. Oh, ich bin von der Spur abgekommen. Meine Spur ist gleich zu Ende. Ja, kommen wir denn. Die drei Krümel sammle ich noch ein. Vielleicht reicht's. Eieiei. Also, du musst anhalten. Ja, ja, normal. Anhalten und Taste jetzt X drücken. Ballen abladen. Mit Taste X. Blumps, da kommt da hinten raus. Und da haben wir einen schönen Ballen. Und nochmal X. Und nochmal X zum Zumachen und weiter geht's im Geschäft. So, ja, na gut. Ganz schlecht. Nö, fetzt. Also wie gesagt, das kann man ja auch von der normalen Ballenpresse. Schön wäre es gewesen, wenn es automatisch hinten rausrotzt. Ohne Frage. Aber naja. Gut. Macht er eben nicht. Vielleicht gibt es noch eine Final-Version oder irgendwas von diesem Mod. Oder es gibt noch, keine Ahnung, eine Überarbeitung, wo er dann vielleicht automatisch hinten raus flutscht, der Ballen. Das wäre noch ganz nice. Aber ein bisschen Arbeit solltest du ja wahrscheinlich auch haben. Deswegen ja, ein bisschen Arbeit, ja, genau. Ganz faul wollen wir ja auch nicht sein. Wir haben nur fette Traktorfahrer. Aber ich finde das nicht schlecht. Sparst du dir einen Traktor? Ja, na, das ist eben das. Man braucht nicht Ballenpresse und Traktor kaufen. So, zack, hinten die kleine Kackwurst raus und das war's. Zack, wieder zu und fertig. Weiter wird es gehen, theoretisch. Und wie David schon gesagt hat, ihr braucht euch nicht einen Traktor kaufen oder beziehungsweise ihr braucht keinen Traktor in Beschlag nehmen von euch. Und noch eine Ballenpresse extra.
Rundumleuchter hat er auch, wunderbar, funktioniert. Licht, wie sieht es da aus? Da haben wir einmal vorne Licht, einmal hinten Licht. Wunderschön. Das ist auch sehr gut. Wo ist eigentlich das Licht von hinten? Wo kommt das raus? Ach, da oben. Okay. So, ja, und das, der Friedel. Roundballer. Nicht Friedel, Freidel. Ach so, Freidel, ich hol nix. Ja, sau, geh mir. Schönes Teil, muss man sagen. Ich würde es im Multiplayer mal ausprobieren. Wir spielen ja gerade im Multiplayer. Ja, ich würde es auf jeden Fall im Multiplayer mal ausprobieren, das gute Stück. Wenn ihr wollt, hier vorne auch schön mit der Kardanwelle. Steck mal ein, mach mal an, mal gucken, ob die sich dreht. Nee, scheiß Mod. Nee, Spaß. Kardanwelle dreht sich nicht. Gut, kann man nichts machen, aber zumindest hat er schon mal eine. Ja, wir werden es mal versuchen im Multiplayer. Mal gucken, wie buggy da ist. Ob es vielleicht doch noch Probleme gibt, wenn wir mehr Leute sind oder wenn wir mehrere Sachen auf der Map haben. Aber ansonsten im Singleplayer auf jeden Fall zu empfehlen. Und wie. Was du mit einem Buggy willst. Was denn noch für ein Buggy? Achso. und. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh. Und. Ach ja, ihr findet wie immer den Mod-Download-Link in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, wenn der Mod euch gefallen hat, wenn unsere Mod-Vorstellung euch gefallen hat, schaut mal auf den Kanal vorbei. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da, dass wir wissen, euch hat es gefallen. Und schaut mal auf der Facebook-Fanpage vorbei. Den Link findet ihr auch auf der Homepage. So, und das war es erstmal von uns gewesen. Wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Bis dahin, wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.